Hey Friends, was geht? Neues Video. Wir werden heute Obdachlose beschenken. Wie wird das Ganze aussehen? Wir haben hier ein schönes Paket zusammengestellt und wir werden einfach auf sie zugehen und werden denen die Pakete geben als kleines Weihnachtsgeschenk. Ist ja gerade die Weihnachtszeit und ja, ich habe das Video von Mois gesehen. Es hat mich sehr inspiriert. Ich hatte übertrieben Bock, das auch zu machen, weil es einfach eine gute Tat ist und wenn man so überlegt, was die da draußen immer durchmachen müssen, Nacht für Nacht, Tag für Tag, ist das, glaube ich, schon eine ganz coole Sache so. Auch alleine, dass man helfen kann, wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Ich bin jetzt nicht reich, ich habe jetzt auch nicht das Geld von Mois oder so. Aber genau darum geht es. Man braucht nicht viel Geld, um zu helfen. Und das Video ist auch nicht dafür da, dass jeder sieht, oh, ich bin jetzt der Krasseste oder keine Ahnung was. Sondern es geht darum, dass ihr auch helfen könnt, wenn ihr natürlich wollt. Das hat alles nicht viel gekostet. Ich werde die Preise auch einblenden nachher. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach, was wir geholt haben. Ich habe jetzt viel zu oft geklatscht. Egal. So, als allererstes haben wir hier eine Mütze, ganz wichtig für den Winter. Von Primark bekommen, die sind echt nicht teuer und die halten schon gut warm. Als zweites hier so eine Thermojacke, ich weiß nicht, ob man so gut erkennt. Ich halte es ein bisschen ins Licht. Dazu kommen noch ein paar Handschuhe und Socken. Wir wollen aber nicht nur Klamotten schenken, deswegen haben wir noch folgende Sachen. Taschentücher, braucht man eigentlich immer so, muss ich nicht erklären. Feuchttücher auch, Deo. Und Mundspülung, Desinfektion und Handcreme. Neben den Pflegemitteln ist aber auch natürlich wichtig, was kriegen die zu essen. Hier haben wir erstmal diese Waffeln. Also ich esse die selber voll oft, die sind übertrieben geil. Wir haben hier einen Apfel und eine Banane noch drin. Capri-Sonne auch ganz wichtig, ganz wichtig. Und das Wichtigste zum Schluss, Wasser. Das braucht man auf jeden Fall. Wir haben überlegt, mehr reinzumachen, aber die Kartons waren leider nicht groß genug und die wären auch, glaube ich, ein bisschen zu schwer. Die Preise blende ich euch hier ein. Es war jetzt nicht so viel. Wir haben 10 Pakete davon gemacht, fertig gemacht. Wir werden die auch noch richtig schön einpacken und so wie halt so ein Geschenk. Und das war dann pro Person, ich glaube, um die 30 Euro oder so. Und wenn man überlegt, was wir alles dafür geholt haben, ist es schon eigentlich krass. Und es ist sehr wenig. Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn wir jetzt Klamotten kaufen, Essen kaufen, hier DM auseinandernehmen mit den ganzen Sachen, wird schwierig, wird ein bisschen teuer, aber es hat noch geklappt alles. Und wir werden noch einen Umschlag reinlegen. Jeder wird noch mal ein bisschen Geld extra bekommen. Natürlich, man weiß nie, was sie damit machen. Im Endeffekt ist es auch denen überlassen, aber das Geld ist ursprünglich dafür gedacht, dass sie sich noch mal Essen kaufen oder was zu trinken oder so. Aber weiß man natürlich nicht und kann man denen auch nicht vorschreiben irgendwie. Deshalb muss man einfach hoffen. Der nächste Step wird sein, wir werden die jetzt suchen und ich werde euch dabei mitnehmen. Wir sehen uns gleich. Ciao. So, wir sind jetzt fertig. Die Geschenke sind auch fertig verpackt. Und wir gehen jetzt los. Wir haben jetzt die Geschenke alle eingepackt. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und die Weihnachtsmänner sind jetzt unterwegs. Ich will der Allerbeste sein. Keiner von mir war. Wir sind jetzt schon eine Stunde rumgefahren. Wir haben noch gar keinen gefunden. Ich will Kurkas spielen, ja. Guck mal den kleinen Rüben an. Gucken jetzt noch hier vorne. Wenn wir keinen finden, dann haben wir schon ein anderes Wort. Team 2 hat schon jemanden gefunden. Okay, wir haben eine gefunden, aber genau wo wir gekommen sind, ist sie auf Toilette gegangen. Digga, lass doch nicht hier so warten. So. Oder drei Kinder stehen vor der Tür. Wie beschreiben dich deine Freunde mit einem Wort? Cello 385. Ja, ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Was wir machen sollen. Wir haben jetzt einen gefunden, wir versuchen jetzt ihm das Geschenk zu geben und wir haben sogar noch ein bisschen Essen bekommen. Vielleicht nimmt das an, vielleicht gibt er mir Schläge, man weiß nicht, aber wir probieren es einfach. Schön und Grüße gehen raus an. Ja. Oh, warte, er geht. Entschuldigung. Ich würde ihm gerne was schenken. Morgen ist ja Weihnachten. Das habe ich so ein kleines Paket zusammengestellt. Mit Klamotten, mit bisschen Essen und so. Mit ein paar Pflegemitteln. Ich würde ihm das gerne geben. Waren Sie derjenige, den ich telefonieren müssen? Der was? Der seine Freunde suchte? Nein, ich habe nichts. Ich verstehe, können Sie ein bisschen lauter reden? Mein Gerät. Ach so, nein. Bei ihm war das alle. Ach so, nee. Deshalb, ich wollte Ihnen einfach das Paket geben, so als Weihnachtsgeschenk. Und dann ein bisschen Essen, haben wir auch noch ein bisschen warmes Essen. Ja, das ist nicht gemeint, aber ja. Ich brauche einfach nur Schutz vor Dieben wahrscheinlich. Schutz vor was? Schutz vor Dieben. Vor Dieben? Ach so, ja natürlich, das ist ein bisschen schwerer. Aber das ist ein bisschen schwerer natürlich.
Also wollen sie das nicht? Wollen sie das na nicht? Ja, aber sie sind doch türkischer Herkunft. Kennen Sie die Scharia? Kann ich was? Die Scharia, die kann erbarmungslos sein. Ja, das stimmt. Die Scharia-Polizei, ja. Okay. Aber möchten Sie das annehmen oder nicht? Nein. Nein? Nicht. Okay, alles klar. Trotzdem einen schönen Tag noch, ne? Wollen Sie wenigstens das Essen mitnehmen? Hier oben ist warmes Essen. Auch nicht. Okay, alles klar. Trotzdem einen schönen Tag noch, ne? Bruder, er sagt, ich brauche Schutz vor Dieben und so. Ich sag, was soll ich machen? So viel Schutz habe ich nicht. Bruder, er sagt, ich brauche Hilfe mit Dings. Die kennen doch Scharia-Polizei. Und er sagt so zu mir. Ich sag, hey, what the fuck? Ich will dir einfach nur Essen mitgeben. Nein, er sagt, warum sagt er die Scharia-Polizei? Er sagt, kennst du die? Ich sag, nein. Ich war so, hä, ich war mies verwirrt gerade. Und danach sagt er, nehmen Sie nichts zu essen? Er sagt, nee, ich will nicht. Krass. Okay, wir probieren es jetzt bei dem anderen. Entschuldigung, ich würde Ihnen gerne was schenken. Morgen ist ja Weihnachten. Ich habe hier ein kleines Geschenk für Sie und noch ein bisschen warmes Essen. Da sind Klamotten drin, also eine Jacke, Handschuhe, Mütze, Socken, alles Mögliche und auch so Feuchtücher und sowas. Kein Problem. Gerne, gerne. Dann schönen Abend noch. Wallah, schlimm, Dicker. Ich schwöre, man findet einfach nicht. Und wann man hat einen gefunden, er wollte nicht. Das ist eine Rolltreppe. Ich hab, guck mal, ich bin da hingegangen, ich sag, schönen Abend, er hat direkt seine Hände ausgestreckt. Ich war so, okay, nein, er nimmt safe. Nein, aber so. Da ist auch einer. Er hat so keinen Gedanken gehabt, dass vielleicht was anderes ist. Ja, ja. Hi. Ich hab ein kleines Geschenk für euch. Beziehungsweise ich kann für euch beide auch noch eins holen. Ich wusste nicht, dass ihr jetzt so viele hier seid. Soll ich das einfach für euch hier lassen? Das sind so Klamotten, bisschen was zu essen, was zu trinken, bisschen Geld und auch so ein bisschen Taschengeld. Ich lasse einfach hier. Oh, sorry. Ich bringe euch noch zwei andere Pakete für euch beide dann, ja? Kein Problem. Hand, Dicker. Ey, ja. Ist so kalt, ne? Ja, Mann. Aber wie fühlst du dich bisher? Digga, gut, wandern. Was freut einen? Diese Frau gerade, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gesehen hat. Der hat so fast geweint, Dicker. Das ist doch schön, ja. Schön. Und jetzt haben wir noch mal gefunden. Wie viel wiegen die Geschenke? So 30 Kilo, wa? 50. Dicker, ist schon krass, Wallah. Der Typ hier, kannst du vielleicht kurz filmen, er hat direkt angezogen alles. Und passt alles? Ja. Passt alles? Sehr gut. Gerne. Schönen Abend noch. Ja, guck, sowas ist schön, Dicker. Die Leute sitzen hier den ganzen Tag, Dicker, die frieren. Guck mal, wie lange sind wir? Eine Stunde unterwegs? Meine Hand ist schon... Ja, jetzt schon 2 Stunden. Ja, okay, 2. Meine Hand ist schon tot, Dicker. Bei denen, stell dir mal vor, die sind den ganzen Tag hier. Ja. So, bitteschön. Hier sind die nächsten Geschenke. Eins für dich. Eins für dich. Also. Bitteschön. Ist überall das Gleiche drin, ne? Ja. Doch, hier 4 Stück insgesamt. Ihr könnt sich eins davon auch nehmen. Ist überall das Gleiche. Banane, Apfel, Capri-Sonne, ein bisschen was zu essen, zu trinken, Klamotten. Ja, deshalb. Na gut, dann. Viel Spaß euch noch mit den Sachen, ja? Danke. Genau. Schöne Weihnachten. Danke euch noch. Tschüss. Aber er ist korrekt, Digga. Hast du gehört? Er meinte so, was? Geld? So, du musst auf alles gucken, nicht nur auf das Geld. Ja. Das ist schon krass. Ich fühle mich komisch, wenn hier 2 Kameras auf mich kriegen. Film auch Simon. Ich hab doch nie. Nein. La Kaka. Mann, ja, jetzt sag ich die ganze Zeit La Kaka. Ja, ist schon cool. Mal gucken, wir haben noch ein paar Pakete übrig. Wir müssen jetzt auch irgendwie loswerden. Aber ich hoffe, wir finden noch ein paar Leute. Man hat auch gemerkt, die haben sich gefreut. Der Mann hier um die Ecke, du hast nicht gesehen. Er hat die Sachen direkt angezogen. Ja. Er meinte danke und so, ist voll geil. Hat er das? Ja, er meinte, ist voll super sexy. Wir sind irgendwo in der Bahn. Wir dachten, hier ist vielleicht einer. Keinen gefunden. Wir sind jetzt 5 Pakete losgeworden. Insgesamt 5, wa? Sieben. Ja, genau. Und ja, filmst du gerade auch? Ja. Warum film ich denn hier? Egal. Wir haben draußen so ein paar Sachen gesehen von jemandem, aber da war keiner. Und er geht in mein Ohr rein. Okay, wir haben jetzt noch einen gefunden, Yorkstraße. Walla, es ist schwieriger irgendwie einen zu finden, als ich gedacht habe. Aber heute ist auch Kackwetter so. Es ist übertrieben kalt, aber für ihn nicht. Und es schneit auch noch, ja. Aber mal gucken. Wir geben jetzt ein wenigstens. Kommt man nicht zu nah, Digga. Nachher denkt, wir schlagen ihn oder so. Direkt an der Treppe, wa? Ja, genau. Scheiße, schade. Ich hab ein Tor geschossen. Ja, das ist okay. Er war das. Ich hab doch so. Hi. Ich hab hier ein Geschenk für dich. Ja? Ja. Für dich.
Rad spazieren. So ein paar Klamotten, bisschen was zu essen, was zu trinken. Noch ein bisschen Geld auch noch. Gerne, gerne. Kannst du dich aufwachen oder? Wie du willst, wie du willst. Warte, ich mach dich auf. Bruder, wie lange bist du schon auf der Straße? 15 Jahre. 15 Jahre? 15 Jahre? Ja. 15 Jahre nur hier in Berlin? Nein. Hier, kannst du aufmachen. In Europa. Ja. In Europa. Ja, warst du schon in andere Länder? Ja. Welche Länder warst du alles? Frankreich, Italien. Kannst überall. Du Französisch? Nein. Ja, Walla? Walla. Warum? Du kannst kein Französisch? Ich war nur 3 Monate da. Ja. Ah, okay. Also. Aber warum? Ich kann Griechisch. Griechisch? Ja. Ja, okay, Griechisch kann ich nicht. Malaga. Hier hast du ein bisschen Geld für dich. Hier sind so Pflegemittel. Dankeschön, Walla. Für deine Zähne und so. Deo, dies, das. Hier ist ein bisschen was zu essen und ein paar Klamotten. Walla, ich danke euch. Kein Problem, gerne. Kein Problem. Hier ist noch Wasser und so. Hauptsache, das hilft dir ein bisschen. Ja, Walla, ja. Hilfe, danke schön. Kein Problem, gerne. Wenn du willst, zieh das direkt an, weil es sehr geil ist. Ja, noch nicht, okay. Ja. Ich hoffe, dir passt alles. Ja, ich hoffe auch. Okay. Einen schönen Tag noch, ja? Ciao, ciao. Ciao. So, wir haben gestern nicht alles austeilen können, weil wir keine Leute mehr gefunden haben. Aber deshalb machen wir heute weiter. Wir sind jetzt schon auf der Suche, haben gerade schon ein Geschenk verteilt. Der Typ war... steig mal ein. Egal. Der Typ war ein bisschen komisch drauf. Aber im Endeffekt war er trotzdem, glaube ich, dankbar. Und ja, wir suchen jetzt noch ein paar andere. Das ist irgendwie schwerer als gedacht. Yo Leute, ich bin wieder zu Hause. Es ist mittlerweile schon der nächste Tag. Ich bin kaputt. Es ist alles so schief gelaufen, was schief laufen konnte. Es hat geregnet, es hat geschneit. Es war übertrieben kalt. Aber wir haben trotzdem es hinbekommen, dass wir die ganzen Geschenke verteilt haben. Wir haben auch dann irgendwann nicht mehr alles aufgenommen, weil es dann einfach noch genervt hat, das auch aufzunehmen und so. Es war ja auch... Für uns, also für mich war ja eigentlich optisch vor der Kamera so ein bisschen unangenehm auch. Darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Ich habe am Anfang des Videos schon ein bisschen darüber geredet, aber das Video sollte nicht sein, damit Leute jetzt sagen, boah, hier, der ist voll krass und der hat so und so gemacht. Nee, im Gegenteil, ich wollte euch zeigen, jeder von euch, also auch die normalen Leute, die nicht so viel Geld haben, können auch helfen. Und es ist nicht so schwer, es ist nicht so teuer. Es müssen auch keine 10 Leute sein wie bei uns. Es kann auch einer sein, es können auch 2, 3, je nachdem, wie es bei euch passt sein. Und das war auch der Hauptgrund, wieso wir uns dazu entschieden haben. Oder wieso ich mich dazu entschieden habe, das Ganze auch zu filmen. Weil ich dachte, wir können jetzt helfen, ohne Kamera. Was auch die bessere Entscheidung gewesen wäre, sage ich mal. Aber wir wollten ja auch Leute dazu bringen, dass sie es auch machen, dass sie auch helfen. Wie zum Beispiel ein Mäus mich motiviert hat, das zu machen, wollte ich andere motivieren. Und wenn auch nur einer von euch irgendwie rausgeht, heute oder morgen oder die nächsten Tage, und einem Obdachlosen oder irgendjemand, der Hilfe braucht, es muss auch kein Obdachloser sein, wenn ihr einfach irgendjemand, der Hilfe braucht, hilft, dann hat sich das Video schon gelohnt. Und ich weiß auch, dass Leute mir schreiben werden, was bist du für ein Opfer, du machst ein Video daraus, bla bla, aber ist mir scheißegal. Und ja, das wollte ich nochmal am Ende loswerden. Im Endeffekt war es auch so eine gute Tat, egal was jemand sagt. Und es hat sich gut angefühlt, die Leute haben sich gefreut. Es gab auch Obdachlose, die sich nicht gefreut haben, die undankbar waren. Die haben wir leider nicht aufgenommen. Was heißt leider, die haben wir nicht aufgenommen. Aber es gab beides. Aber im Endeffekt, wenn sich nur einer freut, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Und genau das war der Fall. An dieser Stelle nochmal danke, dass ihr das Video auch bis hierhin geschaut habt. Und schöne Feiertage euch, genießt es, genießt die Zeit mit eurer Familie. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr mit neuen Videos. Ciao.